Servus meine Lieben und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Freut mich extrem, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Wir haben mittlerweile das 10. Video der Corrado G60 Reihe. In diesen 10 Videos haben wir schon extrem viel am Projekt geschafft und es freut mich persönlich extrem, euch jetzt auch hier auf YouTube bei meinen Projekten mitnehmen zu können. Ich bin auch immer gleich motiviert wie am ersten Tag und mit dieser Motivation geht's auch in diesem Video weiter. Viel Spaß! Im letzten Video haben wir hier alles sauber mit Grundierung versiegelt und jetzt ist hier der nächste Schritt, diese Schweißnaht mit Karosseriedichtmasse zu versiegeln, damit die wirklich zu 100% dicht ist. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir wieder zum hinteren Radhaus. Und während diese Stellen leicht anschleifen, die wir zuletzt mit Rostummantel eingesprüht haben, denn die sind jetzt sauber durchgetrocknet und da kommt dann Grundierung drüber. Und während diese Seite dann trocknet, gehen wir auf die linke Seite, mit der Hoffnung, dort keine weiteren Roststellen zu finden. Da haben wir ja bei Schweißnähten und Schweißpunkten immer ein paar Vertiefungen drinnen und diese Vertiefungen möchte ich eben mit Karosseriedichtmasse abdichten, damit sich dort kein Kondenswasser oder irgendwas sammeln kann, damit sich dort in Zukunft einfach kein Rost mehr bilden kann. Ich habe jetzt hier alles mit dem Finger glatt gestrichen. Das soll nicht schön sein, das soll einfach nur dicht sein, das ist das Wichtigste. Und das passt mir jetzt soweit. Das kann jetzt trocknen. Und wenn das dann durchgetrocknet ist, können wir hier alles sauber anschleifen und dann können wir den Steinschlagschutz drauf sprühen. Auch hier innen drinnen im Kofferraumbereich darf man nicht vergessen, die Schweißnähte abzudichten, weil ein Auto kann natürlich auch von innen rosten. Und das sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden. Also auch dort alles sauber abdichten. Wenn ich schon gerade am Abdichten bin, schmiere ich hier auch gleich kleine Löcher zu, die ich eben hier noch finde, damit das auch alles wirklich zu 100% safe ist. Jetzt werde ich die Bereiche mit einem Schleifvlies anschleifen, die wir zuletzt eben mit Rostummantel eingesprüht haben und danach greifen wir wieder zur Grundierung und werden die sauber grundieren. Die erste Schicht, die wir hier aufgetragen haben, die konnte jetzt eine halbe Stunde circa ablüften. Die möchte ich jetzt mit dem Heißluftföhn trocknen, damit wir gleich die zweite Schicht draufsetzen können. Wenn das dann komplett durchgetrocknet ist, dann können wir das sauber anschleifen und eben den Steinschlagschutz draufsprühen. Und wenn das erledigt ist, können wir nämlich auf die linke Seite gehen und uns voll und ganz auf diese Seite fixieren. I can
control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. Neuer Tag, neues Glück und weiter geht's am Coral. Über Nacht konnte die Grundierung sowie auch die Dichtmasse hier an der Schweißnaht ordentlich durchtrocknen. Das kann ich jetzt sauber anschleifen und dann auch wieder reinigen und entfetten. Und dann kann ich vorne sowie hinten den Steinschaltschutz draufsprühen. Und dann sollte die rechte Seite eigentlich soweit fertig sein und ich kann mich voll und ganz auf die linke Seite konzentrieren. Let's go! Vorderes Rathaus und hinteres Rathaus sind jetzt geschliffen, gereinigt und entfettet. Und jetzt ist der nächste Schritt, einige Dinge abzukleben, sowie eben das Fahrwerk, Bremsen, Bremsleitungen, Kabel und alles rundherum. Alles, was eben keinen Steinschlagschutz abbekommen soll. Und ja, das ist der nächste Schritt. Ein paar von euch haben unter das letzte Video kommentiert, warum ich denn nicht einfach das Fahrwerk ausgebaut habe. Erstens, aus dem Grund, weil es mich bei der Arbeit selbst überhaupt nicht behindert hat. Man kommt rundherum überall ohne Probleme ran. Zweitens möchte ich, nachdem ich den Steinschlagschutz draufgesprüht habe, das Auto wieder zurück auf die Räder stellen. Und somit fand ich es für ziemlich überflüssig, das Fahrwerk kurz auszubauen, den Steinschlagschutz drauf zu sprühen und dann eben das Fahrwerk wieder einzubauen. Diese Arbeit habe ich mir somit erspart und es hat nicht gestört. Ich muss es jetzt einfach ein bisschen abdecken. Halb so wild und weiter geht's. Sowas wie das hier, wo die Bremsleitungen eingehängt sind. Und sowas lässt sich eigentlich auch ganz einfach lösen, wenn nicht gerade 4 Schichten von Unterbodenschutz drüber sind. Aber mit ein bisschen fein dosierter Rohrgewalt lässt sich alles lösen. Weil ich eben hier gerade unter diesem Halter für die Bremsleitung wieder silbrigen Lack entdeckt habe, frage ich mich gerade, wie kann man herausfinden, welche Originalfarbe das Auto hatte. Vielleicht kann mir das hier einer von euch in den Kommentaren erklären, weil auch hier, wenn man sieht, hier leuchtet überall silberner Lack heraus und auch das gleiche hinten im Rathaus, weil dasselbe haben wir ja auch hier und mittlerweile frage ich mich wirklich, was hier eigentlich die komplette Originalfarbe war, weil im Kofferraum ist alles pink, hier ist alles silber, vorne ist alles silber. Was hatten wir noch für Farben? Rot war extrem viel. Vielleicht kann mir ja einer von euch in den Kommentaren erklären, wie man drauf kommt, was hier die Originalfarbe ist. So, das ganze Paket hier werde ich jetzt mit einem wiederverwendbaren Kabelbinder an den Stoßdämpfer binden. Und dann kann ich das im Ganzen schön abdecken. Kann ich das jetzt nämlich einfach einmal mit dem hier umwickeln und dann ist das alles im Ganzen abgedeckt. Perfekt. Hinten ist alles frei, alles ist sauber abgedeckt und das reicht allemal aus.
Ich habe jetzt alles sauber abgeklebt und abgedeckt, was eben keinen Steinschlagschutz abkriegen soll. Und ja, sieht ziemlich gut aus. Steinschlagschutz ist bereit. Druckluft ist bereit. Der hintere Radlauf ist auch ready. Und jetzt können wir starten. So, meine Lieben, die rechte Seite des Corrados ist jetzt endlich mit dem Steinschlagschutz fertig lackiert. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin zwar nicht so ein großer Fan von Steinschlagschutz oder Unterbodenschutz oder was auch immer, aber für diesen Zweck reicht es auf alle Fälle aus, denn ich möchte ihn einfach vorerst einmal zurück auf die Straße bringen. Er muss nicht perfekt werden, das machen wir nämlich ein anderes Mal. Beim nächsten Video geht es eben auf der anderen Seite weiter. Ich hoffe, dass uns dort keine weiteren Roststellen oder sonst irgendwelche bösen Überraschungen erwarten. Ja, ich bin gespannt. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Video.